Hallo liebe Bastler, willkommen zu meinem Samstagsvideo und heute machen wir wieder mal eine Kombination aus Karte, Gastgeschenk und Verpackung. Und was ich heute so für Sie zauber, das zeige ich Ihnen jetzt. So meine Lieben, ein Geburtstag steht mir ins Haus und da habe ich mir gedacht, ha, das nütze ich und mache gleich ein kleines Video dazu. Das heißt, heute wird alles bis auf das Gastgeschenk direkt jetzt gebastelt und so wie es wird, wird's. Und ich hoffe, dass alles so gelingt, wie meine Vorstellung momentan ist. Ich bin also ein wenig gespannt und lasse jetzt einfach so ein bisschen an meinem Bastelprozedere teilhaben, sozusagen. Ich habe schon so eine ungefähre Idee, was ich so vorhabe. Und zwar arbeite ich heute nochmal mit dem Produktmedley. Alles Wunderbare, glaube ich, heißt es, wenn ich mich recht erinnere. Ja, alles Wunderbare. Und das gibt es ja zu 15% günstiger nach wie vor, solange der Vorrat reicht. Also ich finde das so mega und deshalb verwende ich das heute auch nochmal sehr, sehr gerne, solange es eben nur gibt. Ich habe mir einen Kartenrolling vorbereitet, so wie immer, in meine üblichen Maße 14,5 breit und 21 in der Länge sozusagen und gefalzt bei 10,5. Das ist also meine Basis. So, mein Vorhaben, ich möchte gern einmal eine Karte basteln, die eigentlich für mich total untypisch ist und zwar mit relativ vielen Standsteilen dabei. Und nachdem ja bei dem Produktmedley auch so ganz schöne Etiketten mit dabei sind und so geprägte Blümchen in dem ja, Roségold, habe ich mir gedacht, die verwende ich heute ein bisschen und werde mal versuchen, so verschiedenlagig zu arbeiten. Ist ja eigentlich so im Prinzip gar nicht so mein Stil, aber heute habe ich mir gedacht, heute testen wir das einmal. Und ich habe mir gedacht, heute verwende ich mal die gepunkteten Taschen. Die finde ich nämlich eigentlich so schön, die verwende ich ganz wenig, weil sie so schön sind. Es gibt so Sachen, die mag man so gerne anschauen und dann denke ich mir so, wie nett. Die behalte ich noch ein bisschen. Und so geht es mir bei diesen Tüten. Und heute habe ich mir aber gedacht, als Hintergrund fände ich die jetzt eigentlich mal total lässig. Ja, dann habe ich mir schon ein paar Teile ausgestanzt, eben aus dem super coolen Set. Ich habe das eh schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Und da drinnen sind eben so ganz lässige Standsteile auch dabei. Und heute habe ich mal den und den und den ausgestanzt, weil man die einfach mal in Aktion sehen muss. Und die sind einfach total lässig. Und ich finde, die passen halt einfach so gut zu meinem Thema. Das ist die Karten dann für drinnen. Und jetzt werden wir das so ein bisschen aufbauen. Ich habe mir das einmal so in die Richtung vorgestellt, dass wir da so einen Streifen Designerpapier haben, wo wir hinten diese wunderschöne Bordüre, ich meine, die ist doch der Knaller, oder ich muss die mal auf weiß legen. Upsa, ist die nicht der Hit? Wie schön die ist, oder? Doch traumhaft. Und auch die kleinen Teile, ich finde die ja so wow, oder? Alleinig der einzelne Teil. Ich brauche jetzt schon gar nicht mehr viel für meinen Geschmack, aber gut, okay. Heute basteln wir opulenter. Gut, okay, also, ich habe mir das so in die Richtung vorgestellt, so in so. Und habe mir aber dann gedacht, wenn dann da oben das Etikett ist, dann ist mir der Hintergrund so ganz weiß irgendwie zu wenig. Bestempeln habe ich mir gedacht, das ist mir immer zu viel zum Designerpapier dazu. Also habe ich mir überlegt, okay, vielleicht wäre das einmal mit dieser Tüte ganz witzig als Hintergrund. Die ist ein bisschen schlichter und aber doch macht sie einen pfiffigen Wind und finde jetzt eigentlich das Hintergrund ganz lässig. Aber mich hat dann gestört, dass die Tüte ein anderes Weiß hat als das Etikett. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wir färben einfach die Tüte ein. Geht ja eigentlich total gut. Muss ja super funktionieren. Oder färben wir das Etikett? Das war vielleicht auch noch eine lässige Idee, oder? Schauen Sie, so geht es mir. Jetzt auf einmal denke ich mir, vielleicht sollte man das weiß lassen und sollte man das Etikett färben. Das war ja vielleicht war das noch besser. Weil irgendwie ist das Kupfer auf dem ganz leicht abgetönten Weiß schon sehr, sehr schön. Oh, was tue ich jetzt? Färbe jetzt die Dinger? Oder bleibe ich dabei, dass ich das weiß lasse und färbe das? Ich bleibe bei meiner Ursprungsidee. Ich färbe das. Okay, jetzt hole ich mir noch gleich ein bisschen Schmierpapier für dort runter und dann legen wir gleich los. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt als allererstes los mit dem Einfärben von der Tüte.
Und bei der Tüte möchte ich jetzt ein ganz zartes Rosa drauf haben, so dass das zu dem Rosa von dem Designerpapier gut passt. Da dazu passt aber eigentlich nur Wassermelone und Wassermelone in heller. Kirschblüte schaut dazu echt nicht schön aus, das geht zu sehr ins Bräunliche. Und von daher, wenn man dachte, okay, dann die Wassermelone. Und mir persönlich geht es immer so, es gibt ja ganz verschiedenste Möglichkeiten, etwas einzufärben. Natürlich werden jetzt da unsere Schwammrollen auch so zum Drüberrollen eine Idee, aber das ist mir zu kräftig. Meistens wird mir das zu kräftig und zu strichig. Und ich möchte es heute am allerliebsten, wenn es mir irgendwie gelingt, möglichst zart und möglichst gleichmäßig. Also habe ich mir gedacht, okay, zart und gleichmäßig kriege ich persönlich mit der Schwammrolle leider nicht hin. Das wäre zwar ein lässiger Hintergrundeffekt, aber nicht das, was ich möchte. Und wenn ihr das Ganze mit Fingerschwammerl macht, dann wird es noch viel fleckiger. Das will ich auf gar keinen Fall. Und auch unsere gelben Schwämmchen werden immer so ein bisschen wolkig. Also habe ich mir gedacht, okay, dann muss ein guter Make-up-Pinsel her. Der ist ganz, ganz, ganz zart und fein und der sollte eigentlich wunderbar funktionieren. Und das testen wir jetzt aus. Mit dem fahren wir also jetzt rein in das Wassermelone und geben wir mal die überschüssige Farbe wie immer da oben an unserem Punkt ab und dann fahren wir über das Papier. Und dann sollte es hoffentlich genauso werden, wie ich das möchte. Es wird auf jeden Fall schon mal so zart, wie ich mir das vorgestellt habe. Ob ich es jetzt so gleichmäßig hinbringe, bin ich gespannt. Aber es schaut auf jeden Fall schon mal total gut aus. Bah, total lässig. Es wird so richtig ein zartes, schönes Rosa. Genauso wie ich mir es vorgestellt habe. Cool, das funktioniert. Total cool. Lässig. Okay, ich schneide mir dann einfach den Teil raus, der mir am allerbesten gefällt. Jetzt habe ich es ja im Grunde eigentlich einfach. Und es ist auch für meine Verhältnisse relativ gleichmäßig geworden. Ich habe da leichte Wolkerl drinnen wohl, aber es ist auf jeden Fall total schön. Und man wird es jetzt über die Kamera wahrscheinlich wegen der Helligkeit gar nicht so gut sehen, aber es ist total schön, total cool. Richtig ein zartes Rosa. Und schauen Sie mal, wie das jetzt von der Farbe her prima passt. Ich hoffe, dass das einigermaßen rüberkommt. Oder dann eben über die Fotos auf Instagram oder auf meinem Blog oder irgendwo platziere ich dann sicher Fotos. Sehr cool. So, wer jetzt Sorge hat um den Make-up-Pinsel, brauchen Sie nicht zu haben. Dann nehme ich mir nämlich unseren Chamis und da fahre ich dann einfach da rein. Den habe ich ziemlich feucht gehalten, wie ich das immer so habe. Und fahre da rein in dieses Ding. Und dann nur über eine Acrylrolle. Und dann ist der tippitoppi sauber. Er bleibt zwar ganz leicht rosa von den Pigmenten, aber ihr könnt jetzt ohne weiteres in eine helle Farbe gehen, zum Beispiel in ein helles Blau oder was auch immer. Also man sieht schon da am Pinsel, Papier, es geht wirklich nichts mehr runter. Geht total super. Also das ist für mich immer eine schöne Variante, wenn ihr einen ganz besonderen Hintergrund macht, dann nehme ich immer den. Okidoki, rein in die Hülle, da ist er wieder gut aufbewahrt. Und jetzt gehen wir da weiter. Und zwar werden wir jetzt als allererstes, werde ich mir da drauf jetzt, glaube ich, gleich die Karten anordnen, so wie ich sie mir vorstelle, weil dann kann ich es dann genauso zuschneiden in der Größe. Das macht Sinn. Okay, also, wir kleben also jetzt als allererstes einmal diesen Teil mit Dombo zusammen mit dem Designerpapier. Das heißt, ich trage einfach da ein Dombo auf das lange, breite Ding da und platziere mir mein Designerpapier drauf und zwar wie? So rum. Okidoki. So. Mein Designerpapier dürfte ziemlich eine ähnliche Länge haben. Sollte also gut funktionieren. Ach. Mir scheint, ich bin ein wenig patschert heute. So. Einmal andrücken und schauen. Ein bisschen nachschieben. Mit Dombo haben wir ja ein kleines bisschen Spiel, das ist immer fein. Und jetzt schaut so gerade so eine ganz leichte Kante raus. Das finde ich super. Alleinig, das schaut schon so schön aus.
Herrlich, total nett. So, und jetzt klebe ich mir das auch wieder mit Tombow einfach drauf auf meine Düte. Auf die Düte. Da kann da eigentlich gar nichts mehr passieren. Dann halte ich schon mal erst ganz gut. Da oben gebe ich jetzt keinen Kleber drauf, weil es kann eh nirgends hin. Wo soll es hin? Es bleibt ja eh da, wo es ist. So, das klebe ich mir jetzt da an der Kante bündig an. Damit habe ich das nämlich da direkt schön platziert. Okidoki. So, soweit so gut. Und jetzt kann ich mir das auch schon zuschneiden auf die Größe, wie meine Karte ist. Meine Karte hat ja die 14,5 mal 10,5. Das heißt, ich werde mir meinen Aufleger jetzt zuschneiden in, mal schnell überlegen, wie mache ich es. Lass jetzt wenig rausstehen oder viel. Ich lasse wenig rausstehen. Also schneide ich mir es einmal zu auf 10, 14,2 mal 10,2. Das heißt, ich fahre jetzt einmal da ganz ein kleines bisschen über die Kante drüber und schneide einmal da ab. Damit sollte das schon mal gut passen. Und dann schauen wir, wo wir da bei 14,2 landen, wie das ausschaut. 1, 2. Sind wir fast ein bisschen zu weit herüben. Okay, dann nehmen wir da ein bisschen weniger weg. Dann fahren wir auf 14,6. Na, 14,5. Also da probiere ich halt dann einfach aus, so dass ich dann praktisch die Blätter auch da halbwegs in der Mitte habe. Was ich jetzt nicht so gern mag, ist, wenn dann da das Blatt abgeschnitten ist und da nicht. Da schaue ich natürlich drauf, dass ich das so in etwa dann so zuschneide, wie ich das dann eben auch brauche. Und damit ich jetzt aber hinten nicht zu so viel von der Rückseite von der Tüte verschneide, werde ich mir die da jetzt gerade mit der Schere aufschneiden und mir gerade mal den hinteren Teil so quasi runterschneiden. Dann kürze ich mir das nämlich nicht unnötig ein, weil das möchte ich ja noch verwenden. Da unten machen wir es mit dem Papierschneider nochmal eine schöne Kante. Bravissimo! Und das gehört die auf, weil das kann man dann noch ganz schön verwenden, die Teile. Okay, so. Jetzt probieren wir es nochmal mit 14,2, was dann rauskommt auf der anderen Seite. Ich denke, ich glaube, das Mal schaut jetzt ganz gut aus. So. Ja, ich finde, das ist jetzt eigentlich fast total gleich. Es ist wirklich nur ein Hauch, wo es da drüben mehr abgeschnitten ist als da. Also für mich total akzeptabel, total in Ordnung. Und jetzt kürzen wir es nur ein, eben auf die 10,2. Und damit sollte dann rundherum denselben Abstand haben auf meiner Grundkarte. Und das schauen wir uns gleich an. Da ist die Karte. Da kommt das gute Ding drauf. Schaut super aus, ha? Schaut das nicht schön aus? Sehr cool, sehr cool. Ich freue mich. So, jetzt ist die Tüte relativ dünn, gell? Und wenn ich die jetzt mit Tombow aufklebe, habe ich echt Sorge, dass man Hügelein hat. Und von daher klebe ich mir das jetzt auf mit Snail. Müsste eigentlich gut halten. Das Snail ist ja ein ganz flacher Kleber und eigentlich optimal für zum Kartenbasteln. Und da sollte uns das ganze Ding dann eigentlich ganz perfekt da aufkleben. Also schauen wir, dass wir halbwegs in die Spitzen kommen und schön der Kante entlang. Und dann fahren wir natürlich da auch noch ein paar Mal drüber. So. Einmal schnell kontrollieren, ob nirgends der Kleber aussteht. Da ist auch nichts klebrig. Sehr gut. Okay, so. Damit ich das Ganze jetzt schön drauf platzieren kann, nehme ich mir das einmal gegenüber in die Hand. Dann klebt es einmal auf meine zwei Finger. Und damit kann ich das Ganze jetzt da wieder schön drauf positionieren und kann schauen, passt mir oben, unten, links und rechts der Rand. Und wenn dem so ist, ziehe meine Finger raus und streife das gut an. Dann sollte das Ding da wunderbar halten. Mei, schön, oder? Schaut schon jetzt total schön aus. Ganz, ganz zart und edel. Sehr cool. Dann können wir gleich den Innenteil reinkleben. Den kleben wir jetzt frisch auch gleich mit dem Snail rein. Wenn wir schon dabei sind, passt das gleich gut. Das kleben wir da auch so rein.
Auch da schaue ich wieder, dass das so einigermaßen passt. So in etwa sollte es hinhauen. Wunderbar. So, dann generieren wir da drinnen gleich eine kleine Lasche. Da habe ich mir das Designerpapier ausgesucht. Und zwar, weil ich da in dieser Karte ein bisschen Geld verschenken möchte. Und jetzt bin ich gerade beim Überlegen, ich glaube, ich klebe es so. Dann stecke ich das da rein und habe da noch Platz zum Schreiben. Genau. Okay, das heißt, ich mache mir das Ganze, kürze mir jetzt ein auf in dem Fall 9, also 10 haben wir jetzt da in der Höhe, dann kürze ich mir es ein auf 9,8. Das reicht eigentlich. Dann mache ich jetzt die schlichteste Variante von einer Tasche, die es überhaupt gibt. Und dann kürze ich mir es nur ein auf 3 cm. 3 cm sollte eigentlich gut reichen zum Verschenken von oder zum Reinstecken für einen Geldschein. Sollte hinhauen. Okay. Soll ja nur ein bisschen halten. Nur dass halt, wenn man die Karten aufmacht, das nicht gleich entgegenpurzelt. Mir ist nämlich wichtig, dass ich da herüben dann schon auch noch ein bisschen Platz habe zum Schreiben. Okay, und das mache ich jetzt einfach mit ein bisschen Andombo. Und mit dem Dombo fahre ich jetzt einfach über 3 Seiten ganz schlicht an der Kante entlang. Nicht zu viel auftragen, dass es nicht rausdrückt. Und vor allem, dass man so wenig Klebeverlust von der Lasche hat wie möglich. Dass man dann auch wirklich noch Platz hat, da jetzt ein Geld reinzustecken. So, und dann haben wir gleichzeitig innen eine schöne Verzierung. Das ist doch was. Chinas, oder? Ich finde schon total so edel. Das Papier ist einfach. Mensch, die Serie ist so gelungen, wie das edel ausschaut, oder? Herrlich. Okay, so, dann machen wir außen unsere Karte fertig. Ich habe also da unsere Standsteile. So. Und dort drauf soll der Spruch. Und den Spruch habe ich mir schon auf einen Stempel. Acrylblock gezogen. Das ist dieser da. Zu deinem Geburtstag alles Schöne und Gute. Finde ich ganz, ganz lieb. Und ich mag vor allem bei dem Set die Schriftzüge so gern. So schön. Und das Ganze stempel ich jetzt in Blau, weil mir da jetzt Pink einfach zu viel wäre. Es quietscht so schon ziemlich. Aber ich finde es einfach lieb. Es ist einfach hitzig. So, jetzt hoffe ich, dass ich da halbwegs gerade komme. Einmal beherzt runter und wieder hoch. Ha, passt. Schaut echt ziemlich gut aus. Cool. So. Klappe zu, auf und tot. Und dann schauen wir, dass wir das Ganze jetzt eben da drauf, möchte es gern mittig positionieren und eben mit den Teilen drunter. Und da haben wir gedacht, weil ich das da so drunter reingehe. Und ich glaube, ich positioniere jetzt als allererstes das Etikett. Also wer jetzt das öfter macht, gell, so verschiedene Höhen und Tiefen, der wird jetzt wahrscheinlich denken, was tut sie? Aber ich mache das eben nicht so oft und von daher glaube ich, tue ich mich so leichter. Mal, ich bin mal gespannt. Vielleicht wäre es auch einfacher, wenn man es direkt da anklebt, aber irgendwie. Mache ich das lieber so. Okay, so. Das Wichtigste für mich, dass das Etikett da schön platziert ist. Also gucken wir mal. In etwa da. Das wird so ungefähr die Mitte sein. Ja, schaut gut aus. Schön, oder? Also für meinen Geschmack wäre sie so jetzt total fertig, aber wie gesagt, ich würde mal eine üppigere Variante machen. Also bauen wir da noch was dazu. Warum nicht? Bauen wir den da unten rein. Und dann habe ich mir gedacht, eventuell diesen da herüben. So irgendwie. Und dann habe ich mir überlegt, die zwei da oben irgendwie so. Dann noch ganz oben drauf den kleinen. So in etwa war so meine Vorstellung. Und bei dem habe ich mir es offen lassen, ob ich den da noch drunter reingebe oder ob ich es eben so lasse. Tja. Ah, soll ich das jetzt machen?
Nein, ich kann das nicht machen. Okay, also Sie wissen so ungefähr meine Vorstellung, aber ich bin das einfach nicht. Ich bin einfach der schlichte Bastler. Mir gefällt so am allerbesten eventuell nur so ein kleines Zweigerl daher. Das gefällt mir jetzt schon noch. Aber mehr mache ich nicht. Ich kann nicht mehr machen. Mehr wäre nicht ich. Also, mein guter Wille war da. Ich habe es einmal probiert. Und wer das gern mag, der wird wissen, was ich meine. Und hat vielleicht jetzt eine Inspiration gekriegt oder auch nicht. Aber meins. Meins ist einfach schlichter. Ich bin da. Da so. So, ganz wunderbar. Also Zweigerl, super. Eventuell herinnen nur ein großes daher. Das fände ich jetzt auch noch schön, dass das da so auswächst. Setzen wir vielleicht da so eine Blumengruppe noch her. Das war vielleicht lieb. Ja, für da herinnen gefällt es mir, da passt es. Aber alles andere wäre mir einfach zu viel. Nutzt nichts. Also gebe ich mir da auf die Blätter ein bisschen Kleber. Setz mir das da so her. Damit kann das schon gar nirgends mehr hin. Da lasse ich das immer frei. Ich finde, so Blätter dürfen sich ruhig ein bisschen bewegen. Und das kleine Blumen setze ich jetzt aber ganz plan drauf, also ohne Erhöhung. Und zwar deshalb, weil ja, ich will ja keine Erhöhung in der Karten haben. Das kann jetzt gerade so bleiben. Und da setzen wir das jetzt so her. Drücken wir noch ein bisschen an. So. Sollte es eigentlich total nett da schon. Ja, so ist es echt nett, oder? Da ist es da unten pfiffig und da ist da draußen nochmal pfiffig und die könnte man auch für ein anderes Projekt oder vielleicht für die Verpackung. Vielleicht mag ich das dann auf der Verpackung haben. Mal gucken, das ist ja nichts umsonst. Das Einzige, was ich auf jeden Fall noch möchte, sind aber Glitzersteinchen. Also, was ich bei so manchem an übereinander liegen zu wenig habe, habe ich vielleicht bei Glitzersteinchen eher zu viel. Mag sein. Ich bin eine Glitzerige. Aber das gefällt mir einfach. Das mag ich. Wann setzt man noch da draußen her? Süß, oder? Meine Güte, schaut das nett aus. Ach, ich liebe es. Und ein kleines Steinchen setzt man noch da drinnen rein. Auf die Blümchen. Oder machen wir da drei? Machen wir drei. Ist irgendwie auch nett. Auf jeden Blütenmittelpunkt ein Steinchen. Ja, genau. Genau so. Wie süß. Schön, das ist also meine Geburtstagskarte. Gut. Jetzt gehen wir zur Verpackung bzw. zum Goodie. Das Goodie schaut so aus. Da habe ich heute einmal den Kreis aus der Mitte gesetzt. Finde ich nämlich auch total schön. Und ein paar Steinchen da drauf und dann ein bisschen gestempelt und so. Und das Goodie hat so einen Drehverschluss. Ist also wieder eine selbstschließende Box, die man einfach aufmachen kann, durch wieder in die gegengesetzte Richtung drehen. Da drinnen ist ein goldenes Krugerl, hat da genau Platz. Und zum Verschließen eben dreht man es einmal im Uhrzeigersinn, drückt es noch ein bisschen nach unten, da geht oben so quasi wie eine Art Blüte auf und schaut total nett aus. Ich habe übrigens diese Verpackung gesehen bei meiner Teamkollegin, bei der Bianca Niedrist. Und die macht immer so ganz Pronto-Videos, also so richtig im Schnelldurchlauf. Für alle sehr geübten Bastler ganz eine super Sache. Schauen Sie mal vorbei auf ihren YouTube-Kanal. Jedenfalls, da habe ich sie gesehen und habe sie jetzt fürs Goodie kleiner gerechnet und rechne sie jetzt aber mit Ihnen für meine Verpackung größer. Die Maße zum Goodie stelle ich Ihnen auf meinen Blog, dann können Sie auch das ganz wunderbar nachbasteln. Und wir machen eben diese Verpackung, aber für so eine Creme-Degal-Größe. Und wie ich das gemacht habe, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar zuallererst wieder mit einer Skizze. So, wie ich eingangs erwähnt habe, jetzt muss ich da kann ich mal ganz schnell ein bisschen klar Schiff machen. So, da. Also, wie ich eingangs erwähnt habe, habe ich die Verpackung für diesen Cremediegel noch nicht berechnet, und zwar deshalb, weil Sie dann gleich mitschauen können und sofort wissen, wie ich so eine Verpackung größer oder kleiner rechnen kann. Das macht für mich total Sinn. Also werden wir uns jetzt zuerst einmal anschauen, wie im Prinzip diese Verpackung aufgebaut ist. Und zwar ist es wieder eine quadratische Box, in diesem Fall war es so, also, und ich zeichne jetzt einmal diese Variante auf. Wir haben da also für die Höhe, für diesen Teil sozusagen, haben wir 3,5 mal 3,5 cm. Also 3,5. Und wir brauchen auch oben für den Deckel wieder die 3,5 und unten für den Boden. Klar, wir haben eine
würfelige Box. Im Prinzip würde man das aufdrehen und umklappen. Also es ist rundherum gleich. So, wir haben also jetzt den Teil und den Teil. Gut, das Ganze braucht man natürlich viermal, klar, vier Seiten. Logisch. 2, 3, 4. Und wir brauchen ein Stückerl dazu als Klebelasche. Das geht also da genauso rüber. Das heißt, wir haben dort 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 und in etwa 1 cm. Hängt ein bisschen davon ab, ob Sie das Ding aus Designerpapier machen oder aus Farbkarton. Weil 3,5 mal 4 sind genau 14 cm, plus 1 wären genau 15 cm, mal 10,5, weil 3,5 mal 3 10,5 ergibt. So, wenn ich das Ganze jetzt mit einem normalen Farbkarton mache, dann sind natürlich 15 cm denkbar bescheuert, weil dann bleiben wir nämlich nur mal 14,8 oder 14,7 cm über. Und das ist zwar passend für ein Kartenrolling, aber wenn ich vier so Verpackungen zum Beispiel basteln möchte, dann schneide ich den A4-Bogen nicht bei 15 cm ab, sondern ich halbiere ihn. Und zwar bei 14,85 ist genau die Hälfte vom A4-Bogen. Und 10,5 wiederum ist genau die Hälfte von der Höhe, weil wir haben ja 21 in der Höhe und 10,5 ist genau die Hälfte. Das heißt, wenn Sie ein A4-Papier vierteln, dann haben Sie genau richtig viel für eine Verpackung. Also Sie bringen aus einem A4-Bogen vier solche Verpackungen aus. Finde ich schon mal per se immer total cool, wenn man sich das so genau ausgibt, dass man so möglichst keinen Verschnitt hat. In dem Fall ist dann diese Klebelasche nicht 1 cm, sondern 0,85, was echt total wurscht ist, weil ob der Klebezentimeter einen Zentimeter hat oder 0,85, ist echt total egal. Klebt beides wunderbar. Wenn ich das Ganze aus Designerpapier mache, dann habe ich ja die Länge von 30,5, nicht? Oder 12 Inch. Oder 6 Inch, je nachdem, was für Verpackung das man eben hat. Und 6 Inch sind genau 15,2 cm. Das heißt, auch in dem Fall schneide ich nicht die 2 mm weg, sondern die lasse ich einfach dran. Dann hat halt die Klebelasche 1,2 cm Breite. Ah, egal, oder? Ist dann so wie bei mir da. 1,2 ist total in Ordnung, es passt voll gut als Klebelasche. Also Sie sehen schon, man braucht nicht wirklich viel verschneiden. Gut, jetzt gehen wir also zu unserem Cremedigel. Achso, ich wollte Ihnen nur sagen, was wir dann machen. Wir schneiden dann da unten diesen Teil weg, schrägen uns da, das ist die Klebelasche, die schrägen wir uns da leicht an und den Teil schneiden wir weg. Also der kommt raus. Das bleibt stehen. Dann schneiden wir da ein und da ein und da ein. Wiederum immer bis zur ersten Querfalz. Und wir kürzen uns den zweiten und den vierten Teil fast auf die Hälfte ein. Also ein bisschen mehr als die Hälfte schneiden wir uns da weg. Den Teil schneiden wir also raus. Und das bleibt uns so quasi als Lasche stehen. Das ist unser Boden, innen und außen. So, dass wir so quasi außen eine schöne Abdeckung haben und genauso eine schöne Abdeckung innen drin bei der Schachtel. Sie werden es gleich sehen. Und dann braucht man, damit sich das Ding auch so verschließen lässt, da hier oben eine X-Falz auf alle vier Teile. Und dann braucht man nur da eine Falzlinie von dem Kreuz nach oben. So muss also der Teil ausschauen. Also wenn das fertig zugeschnitten ist, schaut das Ding so aus. 3, 4, Klebelasche, da ist der Zuschnitt. Dann haben wir da ein Stickerl dran, da haben wir die ganze Lasche, da haben wir ein Stickerl und da haben wir die ganze Lasche. Und da haben wir das X mit dem Falz nach oben. So, so schaut es aus. Und genau das machen wir jetzt für diese Größe. Und da gehen natürlich die 3,5 nicht nur, das wird es klein. Sondern wir haben da bei dem Diegel, mal schnell abmessen, wie groß das Ding ist. Was braucht man da? Ich würde mal sagen 5,5 cm.
Okay, die schreiben wir jetzt mit dem Bleistift da hin. Wir brauchen also 5,5 da, 5,5 da, 5,5 da, 5,5 da und einen Zentimeter Klebelasche. Dann brauchen wir 5,5 da dreimal rauf. Das heißt, mein Papierzuschnitt hat in dem Fall nicht 15,10 mal 10,5, sondern ich habe 10, 11, 22, 23 mal 10, 11, 16,5. Habe ich richtig gerechnet? Rechnen wir nochmal nach. 55 sind 20, sind 22 plus 1 cm sind 23, das passt. 3 mal 5 sind 15, 16, 16,5. Müsst ihr hinhauen. Los geht's, wir testen es einfach so aus. 23 mal 16,5 bringe ich jetzt aus diesem Designerpapier nicht raus, weil ich da nur die 6-Inch-Größe habe, sprich 15,2 mal 15,2. Geht sie also nicht aus, macht aber nichts. Dann verwenden wir jetzt für den Cremetiegel einen Farbkarton und basteln es einfach mit dem. In dem Fall nehmen wir jetzt Marineblau und wir legen los mit dem Zuschneiden vom Papier auf. Was habe ich ausgerechnet? 23 mal 16,5. Das heißt, wir müssen also mal die lange Seite zuschneiden auf 23. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Verschnitt, aber wenn man was Spezielles einpacken muss, dann ist das gern so, dass man ein bisschen mehr Verschnitt hat. Dann hat man halt Reststücke für diverse andere Dinge. So, 23 mal 16,5. 16,5 ist da. Und das schneiden wir uns auch gleich zu. Übrigens, wer meine Videos verfolgt, den Papierschneider gibt es ab 1.11. Yippie. Wer möchte, kann ihn bereits jetzt bei mir vorbestellen. Das wird nämlich sofort am 1.11. bestellt. Gut, okay, und jetzt falzen wir alle 5,5 cm. Los geht's. Noch ein bisschen mehr Platz machen auf meinem Videoplatz. So, 5,5. Dann ist die nächste Falz bei 10, 11. Mann, ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht. 11 plus 5 sind 16, 16,5. Und dann 1 cm Klebelasche. Ich rechne gar nicht lang. Es muss so passen. Okay, und dann nochmal 5,5 plus 11. So, das sollte es gewesen sein. Schaut es gut aus oder nicht? Jetzt muss ich da bei meiner letzten Lasche nochmal nachrechnen, ob ich das jetzt schon richtig habe da. 5,5. Okay, ich habe alles richtig gemacht. Sehr gut. Also ob ich wirklich alles richtig gemacht habe, das werden wir dann gleich sehen, wenn sie fertig ist. Aber im Moment schaut es einmal gut aus. Okay, so, dann werden wir jetzt als allererstes einmal alle Knicke gut durchfalzen. Und dann werden wir das Ding gleich zusammenkleben. Beziehungsweise da einmal einen Klebestreifen auftragen, und zwar doppelseitiges Klebeband. Kommt da bei mir immer drauf. Und das doppelseitige Klebeband klebe ich mir jetzt von der ersten Querfalz weg drauf bis ganz da zum Ende. Verwende ich immer gerne Lineal. Sehr gut. Okay, jetzt können wir schneiden. Und zwar haben wir gesagt, den ersten Teil schneiden wir da unten weg. Und wir machen da gleich eine leichte Schräge. Okay, okay. Ich lasse jetzt da gleich bei unserer Skizze mitschauen. Also den Teil haben wir jetzt weggeschnitten. Dann schneiden wir die erste ein, die Falzrille, bis zur ersten Querfalz. Das machen wir gleich bei alle drei. Aufschneiden. So, dann lassen wir uns den ersten Teil ganz, den klappe ich mir einfach nach hinten hin. Also dann klappe ich mir einfach zu hin und hebe ihn da fest. Und dann schneide ich mir beim zweiten mehr als die Hälfte weg. Also in etwa so. Dann schräge ich mir da gleich links und rechts die Lasche ein bisschen an.
Sodala. Die dritte lasse ich wieder ganz, klappe ich also nach hinten. Und die vierte schneide ich wieder mehr als die Hälfte weg. Und mache mir wieder die leichte Anschrägung links und rechts. So. Okidoki. Also, Sie sehen, unser Teil schaut jetzt genauso aus wie da anskizziert. Wir haben die lange, die kurze, die lange, die kurze. Wir haben da die Klebelasche, wunderbar. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind da oben die Falzrillen. Wer meine Videos länger verfolgt, weiß, normalerweise käme jetzt eine Schablone. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal geht es ein wenig einfacher. Jetzt habe ich gerade da nicht schön geschnitten, da müssen wir noch ein bisschen nachschneiden. Soll ja sauber ausschauen. So, okay. Gut, wir kleben jetzt also die Verpackung zu. Da geben wir jetzt da den Streifen weg, den Schutzstreifen, und klappen den Teil einfach rüber. Damit sollte das gut passen. Okay, die Bianca hat da an dieser Stelle dann Falzrillen gezogen. Macht wahrscheinlich bei Farbkarton Sinn. Beim Designerpapier geht es mit Falten. Das Designerpapier ist ja ein bisschen dünner als der Farbkarton. Da braucht man also nichts irgendwie vorfalzen, sondern da habe ich einfach die Ecke immer heruntergebogen und habe sie dann einfach mit dem Falzbein angestrichen und dann nach hinten gebogen und angestrichen, und dann war so quasi die Falzrille eigentlich fertig. Ich denke, dass das beim Farbkarton wahrscheinlich nicht so schön ausschauen wird. Ich glaube, dass wir da dann zu viele Falten kriegen. Deshalb werden wir einen Farbkarton auf jeden Fall mit dem Falzbein präparieren. Ich lege mir also unsere Stempel- und Perforiermatte, meine heißt sie, lege ich mir da drunter. Nimm mir ein Geodreieck und fahre mir einfach von dieser Kante zu der Kante rauf. Da ziehe ich mir da jetzt die Falzrille und dasselbe mache ich da. Falzrille ziehen. So, und jetzt knicken wir das Ding als Ganzes rüber. Damit haben wir auf der Rückseite dann auch schon gleich die Falzrille generiert. Und ich persönlich knicke es dann immer auch gern einmal in die andere Richtung und streiche es gut an, weil ich einfach finde, dann funktioniert das total gut. Anstreichen und einmal nach hinten. Gut. So, jetzt machen wir das Ding auf und klappen es einfach auf der anderen Seite zu. Also so, dass die Falzrillen jetzt da das V ergeben. Also so haben wir einen Berg gemacht und andersrum ergibt es das V. Und da wiederholen wir das gleiche jetzt. Also anlegen von der Kante bis zur Mittelkante. Oder von der Falzlinie bis zur Mittellinie. Falzrille ziehen und auf der anderen Seite ganz gleich. Falzrille ziehen. So. Und dann faltet man das Ding einfach wieder nach unten. Mit der Falzrille geht das natürlich total nobel und einfach, ist eh klar. Aber wie gesagt, beim Designerpapier brauchen Sie wirklich nur die Ecken schnappen und da nach unten biegen. Da braucht es die Falzrille wirklich nicht. Da geht es ohne Lineal. So, und jetzt braucht man eigentlich nur noch diese Falzrille. Und die Falzrille, die birge ich jetzt aber wirklich mit der Hand. Also da tue ich nichts mehr mit irgendeinem Falzstift um und umfalzen, sondern das machen wir mit der Hand. Und zwar, indem ich zuerst die Schachtel zuklebe. Ich finde, dann geht es irgendwie immer leichter. Und zwar suche ich mir dann da die Klebelasche von der Schachtel. Die ist bei mir jetzt in dem Fall da. Und den ersten ganzen Teil, der neben dieser Kleberille oder Lasche ist, den gebe ich mir nach innen. Das ist meine Innenansicht sozusagen. Dann nehme ich mir einen Kleber, gebe ein kleines bisschen auf meine Laschen, klappe das Ding rüber und gebe mir auch da noch einen Kleber drauf. Übrigens, wer sich jetzt fragt, ob man das immer würfelig machen muss, nein, muss man natürlich nicht. Diese Verpackung ist nur wichtig, dass die Seitenteile und die,
Ja, dass die Seitenteile praktisch gleich lang sind. Also da in dem Sinn soll es eine quadratische Verpackung werden. Dann geht es am besten oben auch, weil sich da dann immer ein Quadrat ergibt und das mit den X-Rillen einfach total super geht. Aber die Höhe kann natürlich variieren. Ich hätte jetzt da für meine Box, für mein Dosal auch einen Zentimeter niedriger bleiben können. Habe ich jetzt aber ganz bewusst nicht wollen, damit Sie sehen, wie ich mir die würfelige Geschichte errechnet für auch fürs Ferrero oder was auch immer. Aber man könnte es natürlich auch einen Zentimeter niedriger machen, ist eh klar. So, jetzt fahre ich da noch rein und drücke den Innenboden an. Und damit haben wir jetzt innen einen ganz schönen Boden auch. Das werden Sie jetzt wahrscheinlich da über die Kamera nicht sehen, aber in Natura sieht man das natürlich gut, dass da drinnen ganz ein schöner Boden ist. Gleich schön wie außen. Okay, so. Unser Deckel sollte jetzt eigentlich super reinpassen. Hi, perfekt! Passt perfekt. Da kann ich sogar noch Schokolade dazu reingeben. Sehr gut. Und jetzt brauche ich natürlich diese Rillen da. Und die Rillen, die generiere ich so, indem ich da mit dem Zeigefinger dagegen drücke und diese beiden Falzecken sozusagen, die gebe ich aneinander. Genau so, dass diese beiden Linien, die da aufgehen, an der Stelle sich ganz genau treffen. Das geht auch total gut. Da hilft das schön mit, dass wir da schon so Eckpunkte haben. Na, schauen wir, dass wir vorne wirklich schön an der Ecke sind, dass das da so ein richtiges Schnabel macht. Und dann braucht man das nur noch nach oben drücken. Also das ergibt sich wirklich von selber. Das dann gut anstreifen. Also wirklich mit den Fingernägeln schön raufziehen, sodass man da eine ganz schöne Falzrille hat. Und das wiederholen wir auf alle Seiten. Das heißt, reindrücken, da zusammendrücken. Dann springt das mehr oder weniger schon ziemlich passend aufeinander. Und dann schauen wir da, dass wir da schön die Ecke haben, das Schnabel, was da rausgeht, dass es da schön so ausschaut. Und dann braucht man da gerade nur nach oben streifen. So, und das nächste gleich noch einmal. Da schön aufeinander. Schauen, dass das da schön passt. Und nach oben drücken. Wunderbar. Und ein letztes Mal. Und nach oben ziehen. So, und das war's. Das sind also alle Falzrillen, die sind jetzt damit alle gezogen. Klug war natürlich gewesen, man hätte jetzt da vorher nur das Designerpapier aufgeklebt, geht aber im Nachhinein immer noch sehr gut. Und jetzt müssen wir natürlich die Schachtel verschließen. Und zum Verschließen drückt man da mal bei alle vier Ecken rein, so dass das dazu macht. Wem das, den einen oder anderen, wird das jetzt an meine Grünchenbox erinnern. Wer meine Grünchenbox verpasst hat, die Verpackung dazu, das verlinke ich Ihnen da oben, die ist nämlich auch total süß und wird exakt gleich gefalten wie diese Verpackung. Also ganz, ganz gleich, nur dass man sie anders verschließt. Okay, nochmal. Wir drücken da auf der Seite rein und aber oben auch, so dass die Box da oben über Kreuz sich schließt. Das geht da richtig schön rund dazu. Genau so. Soll genau so ausschauen. Und dann nehme ich das Kreuz so quasi zwischen meine Finger. Also ich fahre da so von oben so drauf, dass ich immer mit einem Finger da dazwischen bin. Geht es genauso mit Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen. Dann hat man es so richtig schön so quasi da in die Finger drinnen. Also genau da geht dann das Kreuz so durch, zwischen die Finger. Und wenn ich das habe, dann brauche ich nur eine ganz leichte Drehung im Uhrzeigersinn machen mit den Fingern. Und schon ist das Ding verschlossen. Das dreht sich dann ganz schön, macht dann ganz schön die Drehung. Also nochmal. Oben im Kreuz zusammendrücken. Die Finger schließen so quasi im Kreuz, da drinnen das Papier. Und dann einen ganz leichten Impuls im Uhrzeigersinn geben. Man drückt praktisch mit dem Daumen gegen diese Falzrille von dem X. Und so gibt man den Impuls, auch da mit dem Ringfinger gibt man da herüber den Impuls und damit knickt es genau in diesen Drehverschluss rein. Also es geht wirklich ganz, ganz leicht. Und wenn Sie jetzt an der Stelle da ein bisschen nach unten drücken, also nicht da reindrücken, auf gar keinen Fall da, dass Sie sich da das nicht verletzen, sondern da, wenn Sie an diesen Laschen ein bisschen nach unten drücken, dann macht sich oben das so ein bisschen auf und dann kriegt so ein Schnabel.
oder blütenförmige Öffnung. Das macht natürlich beim Designerpapier total Sinn, wenn das schaut total lieb aus, wenn da oben das nochmal so blumig öffnet. Und das kann man natürlich beim Farbkarton auch machen, da ist da einfach so ein bisschen geöffneter. Finde, das schaut recht lieb aus. Schließt sie einfach total schön. Oder man lässt es wirklich so ganz fest zu. Dann muss man sie halt da wirklich heroben lassen, so wie sie halt zugeht. Dann ist es mehr verschlossen, dann schaut es mehr so aus. Also entweder so oder sie drücken da bei diesen Laschen, die da nach oben gehen, ein bisschen nach unten. Dann öffnet sich es da oben ein bisschen. Finde ich nämlich total lieb, wenn man da so ein bisschen reinschaut. Man könnte auch überlegen, ob man da dann vielleicht noch was reinklebt oder ob man innen drinnen was reinstempelt, wenn man helleres Papier verwendet. Da haben Sie wieder Möglichkeiten ohne Ende. Ja, und jetzt hat die Box eigentlich einfach nur verziert. Da werde ich jetzt ein bisschen Designerpapier passend zur Karte aufkleben und nur ein schönes Etikett drauf bauen. Das mache ich jetzt noch schnell. Das schaut bis zum Zuschauen relativ langweilig, aber ich blende Ihnen dann das fertige Bild natürlich ein. So, meine Lieben, jetzt ist sie also fertig. So ist sie jetzt verziert. Ich habe also da so ein Etikett wieder verwendet und das Glückwunsch aus dem Stempelset, ein paar blaue Blümchen hingestempelt und eben meine übrigen zwei Zweige und das Blümchen, aus was eben auch schon ausgestanzt dabei ist, verwendet. Und finde, schaut total nett aus. Schaut süß aus, oder? Und rundum habe ich ein Designerpapier passend dazu aufgeklebt. Die haben die Maße 5 x 5 cm. Passt also wunderbar. Ja, so schaut sie also jetzt aus, die gedrehte, selbstverschließende Box in größer. Das sind also die Gästegoodies. Ich zeige sie nochmal schnell. Ganz süß. Und die schöne Karte dazu. Also es ist wirklich stilmäßig, passt jetzt alles ganz, ganz schön zusammen. Und ich glaube, das Geburtstagskind, hoffe ich, schätze, ich werde sich darüber freuen. Ja, ihr Lieben, das war also jetzt mein Samstagsvideo. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Wenn ja, schenken Sie mir bitte einen Daumen hoch. Und ja, wer mich noch nicht kennt, meinen Kanal bitte gerne abonnieren. Und mir bleibt nichts anderes zu sagen als Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal.